Hallo und herzlich willkommen, jawohl, zur vorerst letzten Folge Hogwarts Legacy. Ich weiß nicht, was die Patches noch bringen, was wir alles noch sehen werden von Hogwarts Legacy in Zukunft mit Updates und so. Aber Leute, ich darf heute endlich die letzte Folge aufnehmen, denke ich zumindest, bei der Hauspokal. Ich sollte an der Jahresabschlussfeier in der großen Halle teilnehmen. Und das machen wir. Ich bin ja schon in der großen Halle, aber ich muss wahrscheinlich mich vor die große Halle stellen. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Und du bekommst auch noch mal in der letzten Folge auch noch mal einen Schnauze. Ah, diese Stimme, Leute. So, wir schon rein. Was ist denn das für ein komischer Sound? So rauschen. Der Sound ist gerade ganz merkwürdig bei mir. Oh, das ist ein Wilderer. Ridiculous! Alter, das ist so laut, der Sound. Hilfe! So. Na los, Lukas. Auch ab in die große Halle. Zu Nutty und Poppy. Let's go. Oder dürfen wir nicht teilnehmen? Doch, wir dürfen teilnehmen. Wir machen die Halle auf. Und schauen uns um. Dieses Jahr hat unsere Schülerschaft die Tapferkeit von Godric Gryffindor gezeigt. Hey! Juhu! Beruhigen Sie sich. Hey! Die Loyalität Juhu! Von Helga Hufflepuff. Juhu! Die Weisheit von Rowena Ravenclaw. Hey! Und die Ambition von Salazar Slytherin. Yes, ja, Mann. Also, Slytherin. Den diesjährigen Hauspokal gewinnt... Schulleiter, Verzeihung, wenn ich dürfte. Es gibt jemanden mit unglaublichem Heldenmut während des Angriffs auf Hogwarts. Ganz zu schweigen von den ausgezeichneten Noten im Unterricht. Gerade erst frisch zu uns gestoßen. Lukas Moon. Nun, das scheint mir doch auf jeden Fall, sagen wir mal, 100 Punkte für das Haus wert. Slytherin. Sehen Sie nicht auch? Ah, ja. Danke, Professor Weasley. 100 Punkte haben wir gemacht. Wir 100 haben Punkte. Wohl einen Gewinner. Ja. Slytherin gewinnt den Hauspokal. Let's go, Freunde. Ja, Mann. Weil wir so gut sind. Weil wir die Besten sind. Weil wir listig sind wie Slytherin. Junge, dieses Yay. Yeah. Das ist nicht so lästerlich. Das klingt so, als wäre es noch so in der letzten Sekunde aufgenommen worden. Ah, Leute, wir haben den Hauspokal gewonnen. Ist das nicht nice? Auch überhaupt nicht vorausschaubar. Ah, und damit haben wir es beendet. Avalanche. Dankeschön, Avalanche, für dieses richtig geile Hogwarts Legacy Spiel. Und danke an die ganzen Künstler. Aaron, Alison, Andrew, Avery, Ben, Boston, Brad, Brian, Chris, Damon, David, Douglas, Amy, Eva und Hannah. Dankeschön an alle, die das gezeichnet haben, designt haben. Danke für die Ingenieurarbeit an Aaron, Anthony, Benson, Bright, Tessa, Christoph, Dana, David, Dolorean, Exit, George, John. Danke an die Produktion an Alexander, Andrew, Brian, Colboy, Haley, Cave, McKinnon, Michael, Rebecca, Sean, Troy. Danke an die Qualität von Adidil, Annette, Colton, Don, Eric, Gregory, Isabel, Jared, Jonathan. Danke an das Design an Adam, Ellen, Alex, Benjamin, Britton, John. Und Audio an Cassidy, J. Scott, Jaren, Peter Murray, Rick, Ricky,
Adi Studio Adins und in Erinnerung an Dave Ross. Ah, Leute, wie war das Game? Es war doch... Oh, das war so stark war das Game. Das war... Wow. 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 Die Suche nach Wissen. Auftrag abgeschlossen. Hauspokal. Und, wenn wir jetzt hier auf reingehen, keine Geschichten verfügbar. Ja, Leute, das ist die letzte Folge Hogwarts Legacy gewesen. Viele von euch werden sich jetzt so fragen, yo, wenn Hogwarts Legacy Updates geben wird, wenn irgendwie die Geschichte weitergeht, wenn es einen zweiten Teil geben wird, wirst du das zocken? Ja, Leute, werde ich. Ich werde den zweiten Teil auf jeden Fall zocken. Aber vorerst geht es mit einem neuen Let's Play weiter demnächst. Und zwar mit Rebuild Dagon Alley. Wahrscheinlich sogar den Tag darauf oder den zweiten Tag, nachdem ihr diese Folge hier gesehen habt, geht es mit dem Minecraft-Projekt, wo wir die Wirkegasse bauen, auf jeden Fall weiter. Und ja, Dankeschön an alle, die bei diesem wunderbaren Let's Play dabei waren. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Und ich verabschiede mich jetzt hiermit von euch. Tschüss, Leute.